Hallo, mein Name ist Daquila. Willkommen zu Destroyer the U-Boat Hunter. Dieses Spiel gibt's aktuell im Early Access auf Steam, aber am 6. Dezember kommt das als Vollversion raus. Und Deadlick Entertainment aus Hamburg war so freundlich und hat uns bereits jetzt schon hier die Vollversion gegeben zum Austesten als Presserelease quasi. Und ich werde genau das jetzt mal tun, denn dieses Spiel passt genau in meine Nische rein. Ich liebe nämlich Anti-U-Boot-Kriegsführung, die ganzen Doktrinen dahinter. Und das hier ist nämlich genau das. Wir spielen hier eine Fletcher-Klasse im Zweiten Weltkrieg der US Navy. Und wir müssen Konvois beschützen im Atlantik vor deutschen U-Booten. Und das wird so tiefgründig, wie es auch klingt, das ist ein richtiger Simulator zum Teil schon. Und ich bin da echt sehr gespannt drauf. Ich habe noch gar nicht gespielt. Ich habe mir online ein paar Tutorials angeschaut, die Materialien dazu angeschaut, die es gab, die Trailer. Und starte jetzt quasi hier komplett neu in dieses Game. Es gibt jetzt dann auch einen Karrieremodus für euch noch nicht, aber dann in der Vollversion am 6. kommt auch dieser Karrieremodus raus, klingt auch super spannend. Ich würde aber sagen, heute für unseren ersten Look testen wir mal ein Gefecht und ihr könnt mir dann ja sagen, ob ihr das vielleicht auch als Karrieremodus sehen wollt, ob das euch interessiert. Denn ich denke mal, ich bin da auf jeden Fall sehr interessiert dran, einfach weil es ist genau mein Interessensgebiet. Das heißt, wir klicken mal auf Gefecht beginnen. Man kann jetzt hier verschiedene Gefechtsgrößen auswählen. Kleines Gefecht, mittleres Gefecht, großes Gefecht und auch das benutzerdefinierte Gefecht. Sehr groß. Wir sehen bereits hier eine Spieldauer. 1 Stunde, 3 Stunden, 5 Stunden. Ihr seht schon, wohin das führt. Das sind große Schlachten, große Kämpfe. Da kann man richtig Spaß haben und auch richtig involviert sein, richtig eintauchen. Wir haben einen Konvoi, den wir beschützen müssen. Den sehen wir da hinten auf dem Radar. 9 Schiffe hier, 20 hier, 30 dort. Und wir haben auch alliierte Schiffe, die uns helfen bei unseren Aufgaben, die wir dann auch, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, dirigieren können. Was auch sehr cool ist. Genau. Ich denke mal, für einen ersten Blick machen wir das kleine Gefecht. Eine Stunde etwa, das klingt gut. Ich denke mal, das kann man auch dann strecken oder auch reduzieren, je nachdem eben, wie das läuft. Ich nehme an, das ist nur eine Schätzung. Und wenn wir dann eben lange brauchen, dann dauert es eben länger. Und wenn wir direkt alles versenken, dann geht es eben etwas schneller. Genau. Ich würde sagen, wir testen das mal aus. So, Gefechtsvariante. Ach ja, Angriff, okay. Hinterhalt. Der Konvoi gerät in ein U-Boot-Hinterhalt. Rettung, eine Möglichkeit, einem verbündeten Schiff in Not zu helfen. Eisfeld. Der Konvoi trifft auf seiner Route auf Meereis. Das war, glaube ich, auch Teil vom Final Release, dass es jetzt Eisberge und so gibt. Auch sehr spannend. Aufgelöste Formation. Die Eskorten müssen eine gefährdete Formation verteidigen. Cool. Durchhaltevermögen. Ein langer Kampf gegen eine aufkommende Bedrohung. Und Angriff. Okay. Ich denke, Angriff ist ein ganz normaler Modus. Den probieren wir mal aus. Realistische Wasserbombeneffizienz. Die sind schwer. Ja, das macht Sinn. Also könnten wir jetzt leichter machen, aber Wasserbomben waren, also um das mal schon mal anzuteasen, es ist sehr schwer, ein U-Boot zu versenken. Gerade in dieser Zeit, das wurde alles gerade noch erlernt, wie das eben funktioniert. Wasserbomben sind da die Hauptmethode. Aber ein U-Boot muss man erstmal finden können. Das ist schon mal Punkt A. Man muss darüber navigieren können und dann irgendwie schaffen, diese Wasserbomben rechtzeitig abzuwerfen über dem U-Boot, um es zu versenken. Das heißt, es geht für uns gar nicht mal unbedingt nur darum, U-Boote zu versenken. Es geht auch einfach darum, den Konvoi zu schützen. Und das schaffen wir eben auch, wenn wir es nicht versenken, einfach indem wir das U-Boot fernhalten. Da gibt es verschiedene Methoden. Und Wolfsrudel. Groß, okay. Die trauen uns einiges zu. Ich denke mal, groß oder grob könnte es auch sein. Das können wir ausprobieren. Ja, häufige Angriffe. Ich denke mal, ja genau, der Rest ist dann einfacher. Wir machen mal grob. Ein großes Wolfsrudel, warum nicht? Mal schauen, wie das wird. Wir starten. Und genau, um das nochmal anzusprechen, wir müssen, denke ich mal, gar nicht alles versenken. Denn U-Boote, oh, es geht direkt los. Sehr cool. U-Boote sind natürlich, oh, es ist Nacht sogar, oh Gott, um Gottes Willen. U-Boote natürlich sind eine sehr spannende Waffe, aber wir müssen erstmal gucken, was gerade hier passiert. Unser Zerstörer dort, der Konvoi da. Hier eine Mountie. Es ist eine Korvette, glaube ich. Das waren oft die Kanadier gewesen damals. Für die Eskorte. Okay, mögliches U-Boot. Ich versuche gerade am Mikro vorbeizuschauen. Sekunde. Drehen. So. Wir sind Bloodhound. Und der Kapitän übrigens auch. Sonarpeilung. 191. Okay. An Bord unseres Schiffs. 3100 Yards. Okay. Müssen wir noch ein bisschen hin. Okay, die haben auch so einen Kontakt mit Abel. Abel ist dann der erste Eintrag quasi, der erste Feind, den wir entdeckt haben. Ich versuche gerade auch zuzuhören, sorry. Okay, aber wir machen uns bereit. Gefechtsstation. Gefechtsstation, Gefechtsstation. Alle an die Waffen. Los geht's, keine Zeit.
Okay, so Nahkontakt mit Abel. 196. 3900 Yards. Von uns entfernt, okay. Und es ist Nacht. Oh Gott, okay, wir müssen gucken. Verzeihung. Alles bereit, super. Okay, wir haben gesagt 191. Das ist hinter uns. Das Gute ist, ich komme aus der Aviation. Das heißt, man ist mit diesem System schon mal vertraut. Wir können hier unten eingeben. Wir sagen, bitte drehen auf Kurs 191. Ich muss ganz kurz schauen, um mich hier zurechtzufinden. Wir können nämlich hier Ausguck. Ich versuche auch ein bisschen mitzulesen da unten gerade. Die reden sehr viel, sorry. Ist auch realistisch. 199. Okay, Kurs 199. 3000 Yards. Das wäre also hier irgendwo. Haben wir denn einen Radarkontakt? Weil natürlich U-Boote, um das mal zu erklären, die müssen natürlich auch, das müsste irgendwo hier sein, hier. Die müssen ja auch auftauchen. Die können gar nicht so lange tauchen, gerade die damaligen nicht. Das müsste unser Escorter sein, das ist der Konvoi, da sind wir. Wir haben keinen Kontakt mit dem Radar, weil U-Boote müssen ja auftauchen. Die sind unter Wasser sehr langsam, auch zum Angreifen müssen sie eigentlich auftauchen oder sehr flach nur sein. Und die müssen oft ihre Luft auch tanken. Das heißt, die sind ungerne unter Wasser. Aber der hat noch keinen Kontakt hier, okay. Sonar, wir richten mal aus. Wie mache ich denn das hier mit, dass ich hier eine Sonar... Ich kann hier sagen, was haben wir gesagt? 191? Ja, 199, Verzeihung. Das können wir mal anpeilen. Aber ich kann doch hier irgendwo, war das hier gewesen? Ich kann hier genau den Suchbogen... das wäre mal so ein bisschen das Sonar. Und dann haben wir bereits einen Ping. Da hatten wir gerade einen Ping. Warte mal. Nee, ah, verdammt. Kein Ping. Okay, wir müssen die Brücke gehen. Haben wir irgendwelche neuen Mitmeldungen? Nein. Okay, wir gehen mal auf Standardgeschwindigkeit. Okay, ich brauche hier meine Kontakte. Kontakt verloren, verdammt. Taktische Karte. Da war der Kontakt Able. Mounty. Okay, Mounty. Können wir, glaube ich, auswählen. Genau, können wir auswählen. Hat hier seinen Sonarradius. Die müssen versuchen, die Flanke vom Konvoi zu schützen. Die müssen um das hier hin. Damit wir vermeiden, dass der Konvoi flankiert werden kann von Able aus dieser Richtung raus. Okay. Haben wir Sonarkontakte? Okay, Sonar, bitte umschalten auf größten Suchbogen. Super, da ist schon mal ein Ping. Okay, Freunde. Ja, Kontakt, Altstelle Peilung 210, okay. Ruder 10 Grad Steuerbord. Da ist der Konvoi. Achtung mit den Handelsschiffen, müssen wir aufpassen. Oh, verdammt, das Wetter ist aber auch schlecht hier, ne? Atlantik. Ich sehe gar nichts. Okay, Brücke. Wir müssen zurück, müssen aufpassen, dass wir nicht zu weit fahren, genau. Ruder 5 Grad Steuerbord. Ruder 0. Wir fahren mal so. Genau, wir fahren mal so. Taktisch. Okay, da war der... Oh, der ist nah an uns dran. Der kommt nah auf den Konvoi. Der will genau angreifen. Wir müssen verhindern, dass er auftaucht. Das ist ganz wichtig jetzt. Wir müssen verhindern, dass er auftaucht. Ah, verdammt. Da sehe ich was. Seht ihr das? Er taucht, glaube ich, auf. Das müsste ein Periskop sein oder sogar das ganze U-Boot. Wir müssen jetzt sehr schnell handeln, bevor der hier in Reichweite vom Konvoi ist. Achtung. So nah, das ist super. Geschützsteuerung, wir müssen gucken, dass wir da hinschießen. Können wir vielleicht mal hier... Man kann hier nämlich auswählen, genau. Wir wählen aus einen Flare und feuern den. Feuer. Super. Wieder auf normale Muni gehen. Ausguck. Da, U-Boot. Periskop. Okay, super. Ruder 5 Grad Steuerbord, bitte. Wasserbomben. Wir brauchen ein flaches Muster, enges Muster. Wasserbomben vorbereiten. Ruder 0. Standardgeschwindigkeit, super. Sonar, bitte Suchradius verkleinern. Okay. Die reden so viel, die kommen gar nicht hinterher. Da ist das U-Boot, okay, wo ist unsere Korvette? Da ist die Korvette. Wir müssen gucken, dass die Korvette versucht, da sich zu positionieren. Korvette, Mounty, bitte. Oh. 214? Periscope, ja, das ist das da, okay. Alle Geschütze, Feuer frei, wie kann ich das machen? Feuer frei. Feuer.
Feuer frei. Oh, Treffer. Feuer nach eigenem Messen. Feuer, Feuer. Er muss tauchen. Er muss tauchen. Wir müssen ihn zum Tauchen zwingen. Ich muss sofort in meine Zentrale. Ich brauche hier ganz dringend meinen, im Sonar meinen TRR. Torpedo, Torpedo. Wo? Hard Backboard, Hard Backboard. Kontakt verloren. Verdammt. Ruder 0. Sonar sofort umändern wieder auf vollen Suchradius. Achtung, Konvoi. U-Boot ist durchgeschlüpft. Wir müssen sofort Hilfe anfordern. Wir haben versagt. Mounty. Das U-Boot ist in der Nähe. Mounty sofort Angriff angehen. Wir haben versagt. Verdammt. Okay. Ruder, Hard, Steuerbord, Hard Backboard, würde ich sagen. Verdammt, jetzt ist er getaucht. Wir haben keinen Kontakt mehr. Oberflächenkontakt. Oh, 9000 Yards, neues U-Boot. Verdammt. Unsere Chance verpasst. Neues U-Boot. Da hinten, verdammt, Kontakt Baker. Der ist auf der anderen Seite. Oh, verdammt. Sie haben einen erwischt. Mist. Der ist irgendwo hier. Ruder, Hard, Backboard, 35 Grad. Wir brauchen jetzt umgehend unser Sonar. Wir müssen gucken, dass wir das hinter uns reinpacken. Sonar bitte hier so hingehen. Ach, verdammt, okay. Puh. Wir müssen umgehend unserer Korvette sagen, dass sie bitte versuchen soll, sich da zu positionieren. Wir müssen diesen anderen Kontakt versuchen anzupeilen. Mounty, der Konvoi bewegt sich weg. Mounty, wie kann ich hier... Wir haben ein Schiff verloren, ja, das ist klar. Bitte angreifen auf Baker. Ruder 0. Verdammt. Wir haben nichts, wir haben gar nichts. Sonar irgendwas? Nichts, ach verdammt. Wir haben ihn verloren. Wir haben ihn getroffen, dachte ich. Wir hatten einen Treffer erzielt, es gab eine Explosion. Bereits zum Feuern, das ist immer gut. Oh. Habe ich da gerade einen Ping gehört? Nee. Ach, das ist nur unser erster Ping. Verdammt, wo ist er jetzt? Okay, wir müssen gucken, dass... Halt. Nein, Mounty. Nein, nein, halt. Ich würde gerne... Nein, Mounty. Hier, so. Ich würde gerne nämlich... ich muss gucken, der war hier unter uns. Das Problem ist halt, er wird weg sein inzwischen. Oh, Air Support, super. Wir haben hier so eine, wahrscheinlich eine Catalina. Die Frage ist, wo ist die? Oh, Sonar. Wir haben ihn wieder. 3, 2, 5. Ruder, 3, 2, 5. 3, 2, 0. Wir haben ein Periskop. Oh, direkt neben uns. Feuer, Geschütze, Feuer, Feuer, Feuer. Feuer. Feuer frei. Alle Geschütze, Feuer nach eigenem Ermessen. Achtung mit dem Konvoi hinten dran. Das war ein Treffer, glaube ich. Wir müssen auf 3-10 gehen. Der ist direkt hier. Der ist direkt hier vor uns. Wasserbomben bereit machen. Wir müssen gucken. Wir müssen gucken. Ja, genau hier. Oh, wir sind fast da. Wir. Ach, wo ist der? Wo ist der? Wir müssen auf 0 Grad, genau. Oh, verdammt. So nah, haben wir noch was? 200. Echo Steuerbord. Alle Wasserbomben. Feuer, Feuer, Feuer. Steuerbomben, Backbord. Feuer. Flaches Muster. Wir greifen den Kontakt Able an. Alle abfeuern. Sehr gut. Treffer. Treffer. Geil. Okay, ich glaube, wir haben ihn. Seht ihr das? Der Ausguck meldet Ölspur. Ich glaube, wir haben ihn. Bloodhound an Konvoi Commodore. Haben erfolgreichen Abschuss eines U-Bootes. Wir könnten jetzt noch hinfahren, um das zu bestätigen, aber nein, wir haben andere Pläne. Wir müssen sofort weiter. Super Arbeit, Leute. Gut gemacht. Zentrale, wie sieht's aus? Mounty ist auf dem Weg. Kontakt B. Heading 20. Okay. Steuermann. 0, 2, 0. Auf Standardgeschwindigkeit, obwohl wir gehen auf volle Geschwindigkeit.
All head full. Geschütze sind bereit. Wasserbomben bereit machen, bitte. Geringe Tiefe, kompaktes Muster. Und auf die Korvette aufpassen, bitte. Super, okay. Das haben wir gut gemacht. Tolle Arbeit. So nah, bitte suchen. Gut, wir haben ihn versenkt. Geil. Gute Arbeit, Freunde. Gute Arbeit. Bitte hier einmal. Wie heißt's denn? Ich wollte gucken nach. Ach, wir können ja auch löschen. Ach, cool. Ich wollte gucken nach dem Sonar. Das war es, was ich wollte. Wir haben es geschafft. Erste Versenkung ist erfolgreich gewesen. Sonar, bitte scannen hier oben. Der könnte irgendwo da sein. Oh, wir sind zu schnell. Klar. Sorry. Auf Sonargeschwindigkeit schalten. Man kann leider nicht auf voller Geschwindigkeit fahren, weil das Sonar ist ja Audio. Und dann stören die Schiffsmotoren. Irgendwas auf dem Radar? Nee. Da ist Mounty. Das da ist... Was ist das eigentlich? Ist das der Konvoi? Ist das das sinkende Schiff? Oh, Kontakt. Oh Gott. 102, das ist Kontakt Charlie dann wahrscheinlich. Okay, das nehmen wir, den nehmen wir. Kurs 102. So nah ausrichten bitte. Bitte engerer Sonarbereich. Okay. Okay, das machen wir. Oh, okay. Puh. Ich bin echt gespannt gerade. Das ist cool. Das ist so cool. Wir müssen aufpassen wegen den Handelsschiffen. Genau, bitte passt da vorne. Oh, wir müssen ja. Ruder, bitte. 15 Grad. Steuerbord. Oder rechts, wie es hier heißt, scheinbar. Aber das Ziel bewegt sich auch. Haben wir noch Radarkontakt? Haben wir noch Radarkontakt? Der ist noch da. Oh Gott! Ruder, Hard, Backboard, Hard, Steuerboard. Hab ich jetzt vergessen, dass da noch unsere Eskorte ist. Ups, sorry. Alles gut. Haben wir. Und Midships. Gerade halten, super. Das ist unsere... Ich habe unsere Korvette gerade leicht erschreckt. Verzeihung. So, wir haben einmal einen Kontakt vor uns. Deshalb bitte wichtig, hier aufpassen. Der kommt auch wirklich geradewegs auf uns zu. Taktische Karte. Das Schiff ist da verwundet. Wir greifen diesen Kontakt an, dachte ich zumindest. Warte mal. Ach, das ist der andere Kontakt. Ach so, warte mal. Jetzt verstehe ich, wie das da oben funktioniert. Diese Anzeige hier zeigt mich auch einen Kontakt an, aber das ist das Ziel Dingens. Wer? Was? Wo? Oh, hi! Ja, das ist aber nicht mein Problem, du bist jetzt zu mir gefahren. Verzeihung. Ich muss aber noch natürlich gucken hier in unserer Zentrale, dass wir hier in den Kontakten, dass wir Punkt C auswählen, dass wir noch tracken. Kontakt, Charlie, now bears 0, 9er, 7, range 9-7, okay. 5,300 Yards. 9-7, bitte. Hard, Backboard. Course 0, 9, 7, aye, sir. So. Genau. Wir müssen ihn abfangen, weil der hat mich in eine perfekte Position. Der kann von der Seite auf den Konvoi schießen. Breitseite ganz, ganz schlecht. Das Problem ist, von vorne sind wir gerade verwundbar. Kontakt Baker hat freie Fahrt. Mounty versucht er zu engagen, aber ist noch weit weg. Kontakt Charlie, Peilung 9-3. Das war Radar. Okay, 9-3. Haben wir... Bitte was? Achso, bereit zum Feuern, genau. Haben wir den gerade schon in Sicht? Wir feuern mal Leuchtraketen. Feuern wir ihn bereit. Und Feuer. Weil der ist so schnell, der muss eigentlich über Wasser sein, ne? Der ist so zügig unterwegs. Kein Kontakt. Wir haben Radarkontakt, der muss ja über Wasser sein. Das Periskop werden wir wohl kaum sehen. Das kann man auf dem Radar zwar auch erkennen, aber jetzt nicht so oft. 8-9. Ruder 5 Grad Backboard. Ruder 0.
Haben wir Sonar ausgerichtet, ja? Noch kein Kontakt. Unser Muster ist bereit. Ah. Der Konvoi muss aufpassen. Mal da Kontakt. Ist noch relativ weit weg, das kann schon sein. Oder 10 Grad Backbord. 0. Da hinten sehe ich was. Seht ihr das auch? Wenn's blitzt, da hinten sehe ich was. Ich meine, was zu erspähen. Wir haben guten Radarkontakt. Da hinten, seht ihr das? Das ist er! Das ist er, da hinten ist er! Bruder, Backbord 5. Geschütze, Feuerwehr bereit. Können die das irgendwie machen? Können die Feuerwehr bereit? Bitte hier einmal das und dann bitte normale Munition. Ah, wo ist er? Komm schon. Da ist er! Seht ihr das? Kommandoturm. Das ist sogar, glaube ich, sogar ein Kommandoturm. Das müsste das ganze U-Boot sein. Okay, Geschütze bereit. Feuer. Denn ihr müsst verstehen, wir wollen den zum Tauchen bringen. Der muss tauchen, weil dann braucht er länger. Deutsche U-Boote, ich weiß nicht, wie schnell waren die, vielleicht 5 Knoten im Wasser, also unter Wasser, die können nicht schnell fahren. Der Konvoi kann wegkommen, sie können nicht angreifen, sie können nichts sehen, sie können sich nicht koordinieren und sie können keine Luft tanken. Das heißt, sie haben nur begrenzte Zeit. Unter Wasser ist ein U-Boot verwundbar. Es kann halt versuchen abzuhauen, aber es ist langsam und wir sind deutlich schneller. Und das Wichtigste ist, der Konvoi bleibt sicher. Da ist das U-Boot. 5 Grad Backbord. 10 Grad Backbord. Den holen wir uns. Ich wünschte, die Geschütze würden automatisch schießen. Kann man das irgendwie machen? Der Konvoi ist angreifbar. Verdammt, wir müssen das zum Tauchen zwingen. Feuer. Die schießen immer so hoch hier, Freunde. Feuer frei. Das ist irgendwie suboptimal hier. Okay, Sonar ist erreicht. 100. Muster ist bereit. Flaches Muster. Enger Pattern. Das ist gut. Wir müssen aber jetzt hier mal... Ich kann irgendwie nicht nach unten zielen. Ah, jetzt kann ich nach unten zielen. Geil. So, Feuer. Okay, das war ein bisschen kurz. Der muss doch tauchen, der Freund. Feuer. Ich glaube, er sinkt. Also, er sinkt nicht, aber er taucht. Okay, volles Feuer. Sehr gut. Das sieht gut aus. Oh, verdammt. Ich muss auch gleich noch so nah machen. Das ist jetzt hier ein bisschen weiter auf die Richtung. So. Brücke. Ach, verdammt, verdammt, verdammt. 10. Ruder, hart, Backbord. Ich sehe ihn. Midships, Ruder. Stützruder, los geht's. Verdammt, ja, ich muss da hinten rein. Ich brauche meine Sonar, bitte. Bitte alle mal ruhig sein. 100 Yards, okay, bereit machen. Nur 7. Okay, Feuer. Alle Muster Feuer, flaches Muster. Der ist genau unter uns gerade. Komm schon. Er war auch in Fehlschuss. Oh, komm schon. Och nee, nicht dein Ernst. Verdammt, neues Muster. Geringe Tiefe, eng. Verdammt, okay, wir müssen drehen. Hard Backboard, 35 Grad. Ich lüge. Hard Backboard, so rum, ich hab falsch gedrückt. Verdammt, der ist genau beim Konvoi jetzt. Wie können wir denn hier ganz kurz gucken? Der darf auf gar keinen Fall auftauchen. Wir müssen sofort hier Leuchtschüsse abfeuern. Der darf auf gar keinen Fall auftauchen, der Freund. Sonar bitte sofort suchen im Bereich dort. Bitte mit voller Sonarortung arbeiten. Ist das unsere Korvette? Oh, wir sind hier gerade auch auf Kurs mit dem Konvoi. Irgendwas? Und Ruder 0. Dann bitte suchen irgendwo hier... Kontakt? Nee. Investigating Arc 2, 5, 4, through 0, 7.
Nichts. Wir suchen quasi das ganze Gebiet hier gerade ab. Aber wir haben den Angriff vermieden. Wir haben den Angriff verhindert, aber sag mal, hier unser Mountie hier, ist der nicht irgendwie gerade auf Kurs? Ach, weil Punkt B auch irgendwo ist. Ach so. Verdammt, die sind beide hier. Aber wir zwingen sie gerade dazu. Oh Gott, wir müssen mal ein bisschen ausweichen hier. 5 Grad, Backbord bitte. Wir zwingen sie gerade dazu, zu tauchen. Sie können nicht schießen. Ruder 0. Handelsschiff zu unserer Steuerbordseite. Wo ist der? Verdammt. Ich brauch ganz schnell mal letzte Position. Okay, Ruder, Hard, Steuerbord. Mountie, okay, Mountie greift an. Mountie engaged das U-Boot Baker. Wir kommen zur Hilfe. Hard Backboard. Will zurück, Hard Backboard. Muster ist bereit. Aber Mounty scheint nicht zu treffen, fürchte ich. Aber der taucht auch tief, glaube ich. Der taucht sehr tief. Das ist für uns ganz gut. Klang nicht so sicher irgendwie gerade die Aussage. Ja, Fehlschuss, ja. Der taucht sehr tief, glaube ich. Ich glaube, ein flaches Muster ist gerade nicht optimal. Aber der ist ungefähr da, das haben wir bereits erwartet. Wir zielen mal so auf 110, ja, so 100, ja, machen wir mal. So nah, bitte. Bitte suchen. Okay, wir haben alles hier, unbegrenztes Ergebnis, ja, Ruder 0. Wir haben noch keine Ergebnisse. Wir sollten mal versuchen, wieder B zu tracken. Baker. Wir haben D sogar. Wir gehen erstmal auf B. Boah, krass. Wir gehen erstmal auf D. Auf B. Noch kein Ping, verdammt. Ich brauche dringend eine Sonarmeldung. Achtung mit Mounty, der fährt da uns rein. Wenn ich ein U-Boot wäre, wäre ich irgendwo hier. Wie fährt der? Oh, der fährt aber ganz schön wild hier. Hard, Steuerbord. Ich glaube, Mounty will uns killen, glaube ich. Ich glaube, der hat einen Auftrag. Der fährt immer vor uns solche Manöver hier. Okay, auf 0. Baker wurde hier gemeldet, das wissen wir ja genau. Aber so nah hat er wenig Erfolg gehabt bislang. Oh, warte mal. Ist das eine Sonarmeldung bei 120? Oh, Kontakt. 7-6. Dann bitte auf 7-6. New course. 0-7-6. Course 0-7. Bloodhound, this is Mounty. Mounty lost contact. Baker. Ja, aber das ist nicht schlimm, weil wir können Kontakt wieder erlangen. 0-7, wir versuchen es mal. Oh, unser U-Boot. Unser Catalina. Hat den gefunden. Wo ist das? Nördlich 4 Meilen vor Konvoi, oh Gott, Mounty greift an. Mounty engaged Steel Baker. So nah bitte auf 35 und die Ohren beschützen. Aber der ist direkt da. Leider ist er sehr tief. Der ist sehr tief. Mittlere Tiefe bitte. Und dann 10 Grad Backboard. Haben wir eine Meldung? Zero nördlich. Ach verdammt, die machen sich bereit. Sehe ich den von hier? Mittleres Muster ist bereit. Da macht sich ein Wolfspack bereit. Ach, da oben ist unser Catalina. Guck mal da, unser Flugzeug. Die können übrigens auch angreifen, die haben auch Wasserbomben. Ich weiß nicht, ob sie es hier machen, aber sie geben uns auch Intel. Ist immer so das Beste, wenn man die hat. Der ist da hinten. Ist das ein U-Boot? Freunde. Ich glaube, das sieht der, ne? Ich hoffe mal, dass er das angreifen wird. Das sollte funktionieren. Wir fahren jetzt tatsächlich nach Norden. Wir werden versuchen, den nächsten Punkt zu erreichen. Und zwar, das ist Ziel D.
Okay, Punkt D oder Punkt E sogar. Warte, wo war denn Punkt E gewesen? Wir versuchen mal Punkt D zu erreichen. Und bitte dafür, genau, versuchen wir mal so irgendwie die 3,50 zu erreichen. Das heißt, wir gehen mal irgendwie so ein bisschen weiter. Hier sind ja auch theoretisch noch Echo und Charlie irgendwo in der Region. Wo? Wo? Auch hier. Das haben wir bereits schon festgestellt. Ja, genau, das war meine Befürchtung, dass er direkt da ist. Okay, ich hoffe, das kriegen wir hin. Kriegt ihr das hin? Ich hoffe es mal, der ist ja sehr wendig. Wir sind in der blöden Position, weil wir gerade vor dem Konvoi sind. Geh mal auf 5 Grad Steuerbord, bitte. Und dann das Sonar auf die 3,50 ausrichten, also irgendwo hier hin. Irgendwo hier hin, besser gesagt. Haben wir was? Komm schon. Brauchen so Nahkontakt, sonst geht das nicht. Verdammt, komm schon. Gar nichts. Der Konvoi ist im Weg, gleich müssen aufpassen. Jetzt genau vom Konvoi. Okay, wir müssen 10 Grad Steuerbord. Keine Meldung. Unser Catalina ist da, der kann helfen. Können wir den auch kontrollieren eigentlich, sag mal? 0 Grad. Oh. Achso, weiß ich doch, alles gut. Das ist alles gut, keine Sorge. Aber konntest du nicht wissen. So, 0 Grad übrigens, ich habe verklickt, sogar eher 5 Grad in die Richtung. Ganz kurz schauen, Zentrale, taktisch. Ja, die greifen von vorne an. Mounty muss versuchen, das irgendwie so gut es geht hinzubekommen. Ist alles gut. Alles fit im Schritt. Keine Sorge. Wir haben keinen Kontakt. Wir haben gar nichts. Peilung zum Handelsschiff. Ja, das ist nicht so wichtig, das wissen wir. Ich bräuchte eine Peilung zum U-Boot. Eins haben wir versenkt, das andere haben wir gezwungen zum Tauchen. Eins haben wir beschädigt, glaube ich auch. Also, wir hatten da ein paar enge Treffer. Ich weiß nicht, wie viele Wasserbomben wir an Bord haben. Gar nichts, wir haben gar keine Meldung. Wir haben nichts. Wir haben keine Peilung, haben wir irgendwas auf dem Radar? Surface Radar has regained contact. Oh. Dog ist auf 317. Oder 100, okay, das tracken wir. 900 Yards, das tracken wir. Da sind wir bereit schon am Tracken. Was haben wir gesagt? 317. Sofort. Wir schießen auch, übrigens. Ach, Mounty greift Baker an. Das klingt irgendwie sehr nah bei uns, obwohl das weit weg ist. 317, okay. Da sehen wir den auch schon, guck mal da. Die Sau, der ist ganz weit oben. Geschütze, Feuer frei. Bitte zügigst. Schnell. Ich wünschte, die könnte man irgendwie auf automatisches Feuer einstellen. Bitte auf Ziel D schießen. Feuer! Der wird sehr schnell dann tauchen wollen. Oh, Treffer! Oh, Mounty hat Erfolg. Okay, 10 Grad Backboard. Wir müssen den erwischen. Den holen wir uns, okay? Torpedo voraus. 30 Grad. Oh, der kommt auf den Konvoi zu. Verdammt. Hart Backboard. Wir müssen das so nah ausrichten. Sofort. Auf 2 hier. Verdammt. Ich brauch so nah, bitte. Alle mal aufhören zu reden. Der Torpedo geht auf den Konvoi zu, verdammt. Oh, U-Boot, Feuer. Der ist neben uns, die Sau. Hart, Backboard, Geschütze, aber zügig. Da. Unsere Wasserbomben sind raus, Wasserbomben nochmal auf eine geringe Tiefe, bitte, und ein enges Muster. Geschütze. Feuer.
Die verdammte Sau, die verdammten Deutschen, ey. Objekt? Ah, oh, es hat den Konvoi erwischt. Ach, das ist unfassbar. Hart. Backboard. Red Oak sinkt. Unsere Wasserbomben verfehlen. Verdammt, okay, wir müssen sofort auf 90 gehen. Ein bisschen Problem ist gerade, dass die alle so durcheinander reden. Und dass auch teilweise die Sachen etwas delayed sind, also die wichtigen Informationen quasi nicht durchkommen. Das ist ein bisschen gerade ein Problem, das ich tatsächlich experience hier. Müsste irgendwo hier sein. So nah auf voll. Ausweichmanöver, Commodore macht Notfall. Ja, das sieht gut aus. Also, das ist nicht gut, aber... Okay, der sucht jetzt. Davon ist er doch. Der ist direkt vor uns. Verdammte Sau. Aber wir können ihn nicht treffen, leider. Unsere Geschütze müssten automatisch fallen. Ich kann mich darum nicht kümmern, fürchte ich. Das ist leider etwas schwierig. Aber der ist direkt vor uns. Der ist direkt vorm Konvoi gerade. Verdammt. Ziel easy haben wir, aber wir haben den auch direkt vor uns hier. Ich wünschte, ich könnte auch manuell sagen, by the way, ich sehe den. Weil ich sehe den ja. Also ich habe den halt wirklich direkt vom Auge. Was wir machen müssen, ist quasi ihn zum Tauchen zwingen, damit er nicht wegkommt. Weil er ist schneller, wenn er weiter oben ist. Wenn er tauchen muss, ist er langsamer. Und er kann nichts sehen. Ganz wichtig. Er kann nichts sehen, er weiß nicht, wo wir sind. Aber wir können ihn finden. Er ist direkt vor uns da. Oh, Sonar. Wer ist das denn? 052. Was? Torpedo? Hart, Backboard. Torpedo von hier, wird mir gerade gesagt. Oh, verdammt, zwei U-Boote. Okay, Hart, Backboard. Wir müssen ausweichen. Flaches Muster ist vorbereitet, ist direkt vor uns, ist direkt da. Da ist der Torpedo. Oh. Ja, wo? Ist mir wichtig, mir zu sagen, wo der ist. Objekt sagt mir nicht viel, ich brauche aber dringend dieses U-Boot da. Der ist direkt vor uns. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ja. 400 Yards, ja. Verdammt. Wir müssen schnell den erwischen. Ich brauche meinen Sonar, bitte. Ich brauche eine Sonarmeldung. Der müsste irgendwo hier sein. Wasserbomben abwerfen. Volles Muster, flach, eng. Er ist gerade am Tauchen jedoch. Sonar hat das uns mitgeteilt, er taucht gerade. Also ich brauche dringend mehr Sonarmeldungen. Okay, er war in der Nähe. Ich glaube nicht, dass wir ihn erwischen. Ich fürchte, ja, der ist gerade hier. Hart, Backboard. Mittleres Muster, eng. Den kriegen wir, okay, den kriegen wir. Wir müssen so nah auf 200 etwa einstellen. So, irgendwie halt. Irgendwie so eine Sonar-Geschichte, bitte. Oh, der ist irgendwo hier und ist genau vom Konvoi. Verdammt. Das kriegen wir aber hin. Wo? 2, 5, 7? Oh, direkt voraus. Okay, Ruder mitschiffs und dann sofort Angriff. Der wird gleich tauchen. Alter, sind das viele. Okay, U-Boot direkt voraus. Haben wir Glück gehabt gerade. Den holen wir uns. Sonar muss sofort ausrichten. Wir fahren irgendwo hier gerade. Ich habe keine Zeit für das Ding. Feuer, Wasserbombe abwerfen. Volles Muster, mittlere Tiefe. Die werden eine Weile brauchen zum Sinken. Das müsste vielleicht reichen. Komm schon. Wir waren genau unter ihm. Über ihm. Hart, Backboard. Jetzt haben wir zwei U-Boote zwischen uns im Konvoi. Ganz, ganz schlecht. Aber sie müssen tauchen. So nah bitte auf 80. Komm schon. Ich war zu spät, glaube ich. Enges Muster. Flach. Ja, das war viel zu... Ach, verdammt.
Jetzt haben wir gerade das falsche Muster drin gehabt. Den finden wir nie wieder. Oh, nevermind. 3-6. Kurs 3-6. 500, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Okay, unsere Wasserbomben sind bereit. Flaches Muster, eng gestreut. Kontakt so nah. 004. Ah, anderes Ziel doch, anderes Ziel. Das ist ein anderes Ziel. Echo Steuerbord. Das ist, glaube ich, das Ziel, was wir wollen, ne? Hm, jetzt habe ich ablenken lassen gerade. Verdammt, jetzt habe ich mich ablenken lassen. Weil, das ist ein anderes Ziel tatsächlich. Aber der geht auch, das ist auch okay. 3, was haben wir da? 3, 4, 2, wir sind fast da. Was hörst du? Was da? Wir können gleich werfen. Steuerbord. Komm schon. Ich brauch Ansagen, Freund. 0 Yards, Feuer. Wasserbomben abwerfen. Flaches Muster. Oh, wir sind direkt drüber. Geil, wir sind direkt drüber. Den kriegen wir. Volles Muster, let's go. Und dann hart Backboard. Muster laden, flaches Muster, eng gestreut. Komm schon. Panzertreffer, nein. Komm. Verdammt. Schaden, sehr gut. Ja. Den haben wir. Okay, nächstes Ziel, easy. Keine Zeit zum Freuen. Wo haben wir den? Ölspur 152. Das war unser Ziel. Gute Arbeit. Wo haben wir den erwischt? 135. Kurs 135. Standardgeschwindigkeit. Okay, wir müssen zentral erstmal kurz ein bisschen atmen. Was haben wir gerade so? Also, versenkt, sehr gut. Was haben wir gerade gesagt? Ziel easy. Radarkontakt. Wo ist der? Direkt dort. Den kriegen wir. Standard Speed, was haben wir gesagt? 1, 2, 6. Okay, so nah bitte ausrichten auf eine Area unbedingt ungefähr da. Das hier wieder zurücksetzen. Okay. Ich würde gerne ein bisschen mehr kommentieren, aber ich bin gerade sehr im Game tatsächlich, wie ihr vielleicht merkt. Ich bin gerade sehr im Game. Es geht für mich wirklich darum, den Konvoi zu schützen. 1, 2, 4. Aber wir müssen halt auch versuchen, welche zu versenken. Aber es geht für mich primär darum, den Konvoi zu beschützen. Das heißt, die U-Boote zum Tauchen zu zwingen. Wir haben bereits 2 Schiffe verloren, aber auch 2 U-Boote versenkt. Gute Quote. Hier, Mounty hat endlich Baker wiedergefunden. Gute Arbeit. Das schafft ihr schon. Good job, ja genau. 1, 2, 8. Oh, Easy ist weit weg. Easy ist relativ weit weg. Dann bitte mal. Ja, genau, das Radar kann sich da, das Sonar kann sich da ausrichten. Das heißt, aber der ist auch gerade tatsächlich über Wasser. Genau hinterm Konvoi. Das wird gefährlich, wenn der im Konvoi ist. Das wird höchst unangenehm. Wenn der echt im Konvoi ist. Das will ich aber nicht. Kontakt verloren. Okay, der taucht. 1, 3, 4. 1, 3, 7. Okay, er ist noch da. Und das ist eine Sonarpeilung. Er ist unter Wasser. Er taucht. Auf die Handelsschiffe aufpassen, bitte. Ich wünschte, wir könnten so ein paar Aufgaben delegieren. Dass die dann sagen, okay, wir steuern uns da sicher durch. 1, 4, 1. 1200 Yards. Den kriegen wir. Very strong propeller noise. Oh, der haut ab. Ich glaube, der haut ab. Außer wir haben gerade ein anderes U-Boot gefunden. Spontan, das kann auch passieren. Sind wir gerade irgendwo anders? Ist C tot? Oh, ist war das C? Ich weiß es gar nicht tatsächlich gerade, weil wir haben gerade starkes Schraubengeräusch gehört. Das kann auch sein, dass er einfach unter uns einer war. Oder der fährt gerade weg. Aber er wird langsamer sein. Wir kommen schneller ran. Haben wir gerade echt ein starkes? Oder das könnten auch die Schiffe sein tatsächlich. Das könnten auch die Handelsschiffe sein. Wir haben viel Interferenz.
Aber ein starkes Schraubengeräusch heißt, dass er mit voller Kraft versucht abzuhauen für mich. 1, 4, 6. Den kriegen wir, Freunde. Oh. Nimmt an Tiefe ab. Ja, die Schiffe sehe ich, Freunde. Alles gut, Freunde. Die müssen ein bisschen vielleicht stoppen. Das ist alles fein. Seerohr. Oh Gott, 165. Verdammt. Oh, die fahren hier sehr gut um den Konvoi rum. Wir müssen 10 Grad. Increasing Depth, okay, dann bitte mittlere Tiefe. 0. Der ist irgendwo hier. Ja, der Merchant muss ganz gut mal stoppen, bitte, ne? Wenn er das machen kann, wäre richtig nett für uns. Die weichen ja auch uns aus, das ist ganz gut. Bitte ausweichen, Merchant. Wir müssen hier durch, das tut mir echt leid. Wir müssen hier aber echt durch gerade. Das ist gerade richtig nicht gut hier. 2, 6, 5. Oh, der ist direkt vor uns. Nein. 2, 6, 5. Shallow. Oh, verdammt, das bin ich nicht bereit dafür. Geringe Tiefe. Oh, fuck, wir sind hier zu klar. Ich meine, ups. Oh, nein. Ausweichmanöver. Schnell, hart, Backport. Oh, Gott. Da ist ein U-Boot, Freunde. Und das Heck rumbringen. Schnell. Okay. Ich brauche dringend hier mal eine Sonarpaddel nochmal, bitte. Starke Schraubengeräusche. Ich kann aber jetzt nicht Wasserbomben, wenn der gerade neben mir ist. Ich brauche schnell hier ein Sonar auf die 270, bitte. Oh. Wir hätten das überhaupt gesehen, der 314. Ich meine, okay, 314 können wir auch machen. 321, ja, das ist okay, 321 ist okay. Damit kann ich arbeiten. Okay, das machen wir. Hier irgendwo. Der ist ja weggefahren vor uns, also er könnte hier irgendwo sein. Sehen wir irgendwas? Ich fürchte nicht. Aber er könnte direkt vor uns sein. Sonar muss checken, Sonar checkt hoffentlich. Genau, Sonar checkt. Wir haben hier aber einen Ping. Der ist noch da. Der ist noch da. Haben wir eine Entfernung? 800 Yards. Hm. Da sind wir bald. Ich sehe gar nichts. Der könnte auch sehr tief jetzt sein. Schwierig. Wir haben keinen Kontakt mehr. Da hinten ist unser Ally. Das ist unser Flugzeug. Bloodhound, this is Mounty. Mounty regained. Baker. Ich suche nach Echo oder wie man das heißt. Ich brauche meinen Sonar. Ich kriege hier gar nichts gerade. Verdammt. Nix. Dann Hard Steuerbord. Oh, halt. Ich dachte, da wäre was gewesen. Ich dachte, da wäre gerade ein Periskop gewesen. Nee, aber dann bitte Hard Steuerbord. Ach, das sind Rettungsboote. Oh, sollen wir die, müssen wir da hin? Das sind Rettungsboote vom Konvoi. Oh, das ist natürlich jetzt nicht so geil. Müssen wir die irgendwie, ich weiß nicht, müssen wir die einsammeln? Das würde ich natürlich gerne machen, wenn ich das darf. Wenn es irgendwie einen Modus vergibt. Aber ansonsten fahre ich jetzt erstmal weg, ne? Also das kriegen die schon hin. Dass die aber auch nicht irgendwie ein Rettungsschiff haben, ist schon ein bisschen fragwürdig. Ja, ich hoffe, denen geht's gut. Ja, Kontakt mit dem Boot haben wir keinen mehr. Dann bitte mal Richtung, so was sagen wir mal, so 140 ausrichten. So bitte. Mit großem Radius. Oh. Da könnte irgendwo Baker sein. Der war ja noch irgendwo in der Nähe. Vielleicht finden die da was. Und Ruder 0. Ich weiß gar nicht, wie jetzt die Siegbedingungen hier eigentlich aussehen. Oder wie lange das dauert. Das weiß ich gar nicht. Aber wir schauen mal. Da hinten ist unser Ally. Was macht denn der eigentlich jetzt? Hat er irgendwelche Aufgaben? Der soll Baker theoretisch erwischen. Praktisch eher nicht so. Hier war E. Haben wir verloren, das ist richtig. Black Cat war unser Flugzeug. Oh. Ah, der haut ab. Ah, verdammt. Okay, da ist sowieso ein Flugzeug. Der haut ab.
Der Punkt ist, E muss immer noch irgendwo da sein. Der muss immer noch da irgendwo sein. Wir müssen auf die 180 suchen. Oder warte mal, ich mache gerade was falsch. Nee, doch, wir müssen da eigentlich... Der muss eigentlich irgendwo... Die fahren wieder ihren Konvoi. Man darf auch nicht versuchen, sich hier räumlich verwirren zu lassen. Wir drehen mal... Oh. Baker, 212. Wir helfen. Wir jagen den gemeinsam. Mounty greift an. Okay, da hinten ist der also. Die greifen gerade an. 212. Wie viel war das weg? Das sind 1500 Yards. 217. Das kriegen wir hin. Oh, beinahe Treffer. 217. Let's go. Standardgeschwindigkeit, leichter Schaden. Sehr gut, das könnte schon reichen. Den finishen wir, wenn möglich. Wir haben ihn. Sehr gut, wir haben ihn auch erwischt. Muster ist bereit, flach und eng. 209, okay, er fährt quasi da vorne horizontal. Achtung wegen der Korvette. Peilung konstant, sehr gut. 1000 Yards. Trümmer gesichtet. Oh, sehr gut. Das könnte schon das Ende vom U-Boot sein. Wir werden das mal versuchen, visuell zu bestätigen. 206, wir haben noch Kontakt. Der könnte noch da sein, wir wissen es nicht. Das könnte natürlich auch nur das Wrack sein. Wir müssten richtige Trümmer haben. Starke Schraubengeräusche ist ein Zeichen, aber für... Ölspur 231. Das wäre dann das Ende vom U-Boot. Aber wir haben Schraubengeräusche, können aber auch von Dingens sein, von unserer Korvette. Er ist vielleicht tot. Nein, ist er nicht. Verdammt. Wo war der? 300 Yards. Wir müssen schnell die Tiefe erhöhen. Tiefes Muster oder mittleres Muster. Eng. 199. Noch dringende Kontakt. 199. Ach, verdammt. Der wird noch irgendwo hier sein. Komm schon, komm schon, komm schon. Gib mir in Kontakt. Ich brauche in Kontakt. Komm, 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 gib mir in Kontakt. Bitte, 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 bitte. Kein Kontakt. Ich vermute, er ist hier. So nah auf hier suchen. Ich vermute, er ist dort. Ich fürchte... Hard Backboard? Komm, 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 komm. Der so nah, Mann, ist mir der Liebste. Wenn der so nette Sachen sagt, wie zum Beispiel Kontakt, das ist immer schon der Highlight vom Tag. Ich fürchte kein solches Glück. Aber er könnte tot sein. Also nicht der so nah, Mann, aber... Oh, wir haben gewonnen. Oder so. Also nicht der so nah, Mann, aber das U-Boot. Ich glaube, wir haben es versenkt. Und damit haben wir 3 Abschüsse, 3 Kills... Das kann sich doch ehrlich gesagt sehen lassen. Wir kriegen so eine kleine Fanfare hier am Ende, sehr schön. Aus unserem Metallbecher. Ich finde den Geschmack immer so schlimm. Aber damit haben wir es tatsächlich geschafft, glaube ich. Und das klingt auch sehr gut. Das heißt, ich denke, wir haben es sogar geschafft mit Erfolg, mit Bravour. C, ja. Okay, 2 U-Boote gesunken. Wir haben beide zerstört, das waren wir. Also das letzte war dann doch kein Kill. Was spannend ist, wenn ein U-Boot Öl verliert und Trümmer abwirft, dann haben wir da echt, also dann müssen wir es echt schwer beschädigt haben. Eigentlich ein Wunder, dass es nicht versunken ist. Aber wir haben, keinen Überlebenden gerettet. Oh, Verzeihung. Hätten wir machen können. Habe ich jetzt nicht ganz realisiert, dass das geht. War aber, glaube ich, auch in den Patchnotes gewesen für die Vollversion. Und wir haben natürlich 2 Schiffe verloren von 9. Das ist ein ordentlicher Verlust. Aber wir haben auch einen großen Angriff gehabt. Das waren jetzt mindestens 5-6 U-Boote. Davon haben gar nicht alle angegriffen, aber wir konnten auch die meisten aufhalten. Wir haben ja dann in einer großen Kurve irgendwie 3 U-Boote angegriffen. Das war ein ziemlich krasses Manöver. War honestly mehr Glück als Skill, aber es hat geklappt. Wir haben alle U-Boote zum Tauchen gezwungen, die konnten nicht angreifen. Das war eigentlich ziemlich cool. Und das hier ist tatsächlich das Game, zumindest der erste Teil davon, also ein Gefecht quasi. Und das gibt's jetzt auch als... Oh.
Achso, okay. Das war noch die Runde, die lief noch. Genau, also das war jetzt quasi ein Gefecht. Und es gibt jetzt auch den Karrieremodus, dann ab dem 6. in der Vollversion. Willkommen im Karrieremodus. Der Karrieremodus umfasst 9 Missionen, in denen Sie Konvois, aber den Atlantik führen müssen. Jede Mission besteht aus mehreren Gefechten gegen U-Boote, die ihren Konvoi angreifen. Nach dem jeweils letzten Gefecht wird Ihre Leistung durch den Flottenadmiral bewertet. Anschließend erhalten Sie eine neue, anspruchsvollere Mission, deren Ergebnis sich auf Ihre Gesamtpunktzahl für den Karrieremodus auswirkt. Wenn Sie die letzte Mission abgeschlossen haben, entscheidet der Flottenadmiral, wie Ihre Karriere in der US Navy weiter verläuft. Das ist cool, gibt sogar einen Ironman-Modus. Also man kann hier richtig Karriere spielen mit dann zusammenhängenden Missionen, auch mit längeren Fahrten. Ich meine, ihr könnt hier echt Spaß haben. Wie gesagt, ne, ihr könnt hier im Gefecht auch benutzerdefiniert reingehen und sagen, 10 Stunden. Das könnt ihr machen. Ihr könnt hier 10 Stunden spielen, wenn ihr das wollt. Das geht. Also man kann hier richtig lange Konvoi-Routen machen. Man kann wirklich durchaus einen Teil vom Atlantik auch einfach dann überqueren. Ah, schon cool. Mit riesigen Konvois, also da geht einiges. Man kann sich hier Alliierte dazu noch packen. 15 Feind-U-Boote. Bei stürmischem Regen nachts, also da kann man wirklich coole Sachen machen. Das ist schon nice, auch ohne Luftsupport. Also ihr könnt hier auf jeden Fall nach Belieben euch eine Sandbox-Experience machen oder eben auch dann im Karrieremodus spielen. Das ist schon ziemlich cool. Und honestly, das macht mir Spaß. Ist auf jeden Fall kein Arcade-Spiel. Ihr habt gesehen, das war jetzt wirklich purer Stress. Man muss da versuchen, echt das zu tracken. Ich denke, das wäre ein cooles Game für einen Mehrspieler an Bord. Das fände ich richtig geil, wenn es hier einen Multiplayer gäbe. Kooperativ, dass quasi mehrere Leute an Bord sein können, weil was ich am schwersten fand, war jetzt den Überblick zu haben über die Geschütze, das Sonar, unseren Rangefinder für den Abwurf der Wasserbomben, all diese Parameter zusammenzuhalten, immer zu wissen, wo ich eigentlich bin räumlich im Schiff, das war sehr schwierig, weil wir hatten zwar eine Crew, die sehr viel aussagt, ein bisschen zu viel teilweise, aber leider niemanden, der für uns so ein paar Aufgaben übernehmen kann und nach Wichtigkeit entscheiden kann, was passieren muss. Zum Beispiel die Geschütze sollten echt einfach von selbst schießen können, dass wir sagen, Feuer frei, und wenn ihr ein Ziel habt, das jetzt nicht, keine Alliierten in der Nähe sind, einfach dann auf das Periskop schießen sollen. Das wäre einfacher, als Captain manuell zu zielen, während wir noch steuern müssen, das Muster auswählen müssen, das so nah im Auge behalten müssen. Also da wäre irgendwie eine Hilfe sehr cool, dass uns irgendjemand unter die Arme greift. Eine KI oder halt eben ein Multiplayer-Modus. Das wäre, denke ich, echt geil. Also auch wie ein lokaler, kooperativer Modus oder so. Da könnte man, glaube ich, richtig viel rausholen, weil das wäre mega fun. Was ich auch cool fände, ehrlich gesagt, wäre ein Voice-Input. Wenn man das machen könnte irgendwie, ich weiß, das gibt es im Flight Simulator, dass man vielleicht so ein paar Grundbefehle wie irgendwie Ruder 030, dass man das irgendwie ins Mikrofon rufen kann, dann macht er das. Das wäre cool, weil dann kannst du dir auch da so ein bisschen die Fingerarbeit sparen und dich auf eben das eigentliche konzentrieren, aufzupassen, was passiert. Weil das war schon sehr krass. Also das war eine echt coole Erfahrung. Also definitiv kein Arcade-Spiel, definitiv wirklich auch ein Simulator. Echt eine coole Erfahrung. Also das macht mir Spaß. Das werde ich auch so, glaube ich, spielen. Das macht mir sehr viel Spaß. Und ihr könnt mir mal sagen, was ihr davon haltet. Ob ihr das gerne mal im Karrieremodus sehen wollt. Einfach mal zum Anzocken so ein bisschen. Ob wir da mal ein paar Runden machen wollen, um zu gucken, wie das dann eben abläuft. Wie da die Progression aussieht. Wie da auch dann vor allem auch, was mich sehr interessiert, ist die Diversität zwischen den Missionen. Mit eben auch dann vielleicht mehr Alliierten, da muss man auch noch mehr planen, wir können die ja auch kontrollieren, mit mehr Konvoi-Schiffen, mit irgendwie 15 U-Booten, das wäre ja schon sehr krass, auch am Tag vielleicht mal, ob das irgendwie anders ist, weil das war schon cool. Aber ich bin echt froh, dass wir es geschafft haben, 2 U-Boote zu versenken, hätte ich honestly nicht erwartet. Man muss ja wirklich vorsichtig sein dabei, man muss so viel filigranes Manövrieren durchführen und versuchen, da in der richtigen Position zu sein. Das ist schon nicht einfach. Definitiv ein cooles Game. Danke nochmal an Dedelic, dass ich das ausprobieren durfte. Ich kann es soweit empfehlen, wenn euch das interessiert, das Thema Marinekriegsführung im Zweiten Weltkrieg, vor allem eben Anti-U-Boot-Kriegsführung in einer Nicht-Arcade-Art, dann ist das hier auf jeden Fall eine sehr spannende Lösung. Ich habe noch nie ein Game gesehen, das wirklich so was auch dann versucht zu simulieren, also wirklich Anti-U-Boots-Krieg. Wir hatten ja die Silent Hunter Games, da war man aber selbst ein U-Boot. Die waren auch ähnlich tiefgehend mit eben weniger Arcade-Elementen und mehr Karten, man muss planen und so und lange Fahrten durchführen, das war ja alles schon deutlich mehr am Realismus. Und das hier ist definitiv das realistische Gegenstück dazu, dass wir eben versuchen, die U-Boote zu jagen. Echt coole Sache, hat mir sehr gefallen. Und ihr könnt mir mal sagen, was ihr davon haltet. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.